Und willkommen zurück, mein Liebsten. Dungeons 3, das nächste DLC ist hier dran und wir haben hier oben die Runen, die wir einsetzen müssen. Eine Rune haben wir gefunden, aber noch nicht eingesetzt. Die habe ich extra liegen lassen. Zwei Runentore von den blöden von den Helden. Wir haben jetzt extra so einen Fallenraum gebaut. Ja. Das was bringt. Ich werde das einfach mal so setzen, in der Hoffnung, dass wir dort auch Spenikowski, Verdrescher, mal gucken, was wir eigentlich noch hier setzen können, aber ich habe keine Kisten mehr gerade, okay. Also hier wird gerade im Hochbetrieb gearbeitet, das ist auch sehr gut. Das müssen wir weitermachen. Wir haben uns natürlich überhaupt nicht mal die Bohne mehr hier unten drum gekümmert, um das Gebiet hier unten. Könnten wir eigentlich auch mal machen. Aber keine Kisten mehr. Stimmt, war ja was. Und wieso geht das nicht? Kann ich nicht gerade 5 Kisten? Warten wir noch eine Sekunde. Und jetzt werden die Kisten sogar weggenommen. Nein. Oh, jetzt habe ich 5 Kisten. Schnell wieder zurück. So. Burning in hell. Okay, ich denke mir mal so unser Fallenraum ist okay. Aber mehr auch nicht. Muss ich was anderes noch machen? Hier muss noch zu. Hier muss noch. Ah, hier geht nicht mehr. Okay. Okay, dann machen wir es so. Hier ist ein Eingang. Und hier mache ich den wieder zu. Sonst laufen die nämlich hier seitwärts und wollen hier lang. Und laufen nicht in meine Fallen. Also laufen die so automatisch jetzt in die Mitte. Ja, so mache ich das. Hier wird schön gearbeitet, merkt ihr? So, das sind die gezähmten Spinnen. Das sind meine Spinnen, wenn die jetzt gleich angreifen sollten, dann haben sie direkt Spinnen am A. Ja, am A. Am Arsch. Arsch. Hier unten können wir eigentlich auch zumachen, das ist wichtig. Dass der Weg hier zu ist. Gucken wir mal ganz kurz, was wir noch für Fallen bauen können. Also, Heizer. Ich auch gerade die Tresortür. Das ist natürlich nicht schlecht. Guck mal, der Betäubungsturm. Und Teergrube. Machen wir auch nochmal. Wir forschen einfach mal. Wir haben ja noch so ein bisschen Platz gerade. Wie viel? Wir haben gerade noch Abend. Ich weiß nicht, ob jetzt gerade wieder auch den Ork genommen, der gerade arbeitet. Aber das macht nichts. Gebt eure Befehle. Oh, ja, ist ja verstanden. Wie kommt ihr da hin? Wir müssen durch das, glaube ich, durch das eine Gebäude, ne? Ja. Dann machen wir mal Folgendes noch.
Hab ich schon verstanden. Und jetzt mache ich das so. 1, 2. Zahltag. 1, 2. Boys, können wir noch was verstärken? Gefährliche Ranken wucherten in Windeseile aus dem Boden und griffen nach den Kreaturen. Blöd. Wir wollten doch eigentlich da rein. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ich hab doch jetzt keine Zeit. Ich gehe mal ganz kurz wieder zurück, Leute. Ihr wisst ja, das sind nämlich ziemlich viele. Bam! Nochmal. Achso, ich ist nicht da. Ach, dann macht der Ork schon. Den zu Brei. Den Quatsch. Aber wir können doch den Zerquetscher hier. Hab ich noch den Zerquetscher? So, Betäubungsturm. Ah, die haben keinen Platz, ne? Könnten eigentlich auch die Seiten, ne? Die Seitenwände, ne? Mit so Schussfallen verkleben. Das geht. Ich weiß, dass diese Seitenwand geht, aber irgendwie. Ach, was eine Geburt. So, hier. Ich habe das nicht gerade gesagt, dass ich das einreißen möchte? Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Von wo? Immer von da oben. Kommt unten nichts mehr? Okay. Herz wird angegriffen. Ach nicht. Den wollte ich nicht aufheben. Ich wollte eigentlich was bauen. Aber egal, lassen wir es sein. Das Spiel möchte nicht, dass ich das tue. Was zum Kotzen immer. Ah, ich habe eine gute Idee. Ich habe eine feine Idee. Eine feine Idee. Ne, die feine Idee geht nicht auf. Geht nicht auf. Hier kann ich nämlich keine mehr hinsetzen wegen dem ganzen Gedüdel hier. Wenn sie da durchgekommen sind, sind sie dann da durch und dann kriegen sie dann nochmal ein paar Steine ab und dann ist eigentlich Ende Gelände. Welche Fallen kann ich noch bauen? Oh, die ist schon fertig gebaut, die eine Schuss.
Oh geil, das wird sowas von, die werden sowas von beballert. Guckt euch das mal an, ich gehe mal ganz nah ran. Schuss, 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 Drescher, Spinnen, wovon leider nur die eine Spinne mal nur genutzt wird, weil die andere ja so weit weg ist. So weit weg ist. Hier wird geburnt, wie bei Mr. Burns im Büro. Also eigentlich alles gut, gut. Ach, weiß was, ich habe ja sowieso jetzt eigentlich von allem etwas. Machen wir hier noch so einen Heizer noch. Und die Gift. Quatsch. Boah, da ist die Kiste. Guck mal hier. Wie bei Fallout im Bunker. Ja, schön, Leute. Läuft doch eigentlich ganz gut. Hier unten kommt, glaube ich, nichts mehr. Wird auch nichts mehr kommen irgendwie. Ach, haben wir schon alles auf... Oh Gott. Oh, oh. Wir haben halt... Wir haben bald kein Dings mehr. Wir müssen mal hier lang graben. Wir haben bald kein Dings mehr. Weil das kann ich nicht nehmen, weil das irgendwie irgendwo irgendwie ist. Ja, ihr seht, was ich meine. Hier, das ist irgendwie dahinter, aber ich komme da nicht hin. Ich weiß nicht, wie ich den Weg finde dorthinter. Ich muss irgendwas einreißen. Ich habe bald kein Gold mehr. Das ist echt scheiße. Nee, hier ist nichts mehr. Scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hin... Ich glaube, ich muss das Runendings erstmal holen oder sowas. Kann das sein? Hier, komm mal her. Verfügt über mich! Geht das so? Nee. Ach, das muss ich so nehmen, okay. Gut, ich lasse mal ganz was wieder fallen. Ein Zwischensave. Man weiß ja nie, was passiert. Und? Sag mal, das ist doch wohl nicht so schwierig, diesen verdammten Runenstein an der richtigen Stelle abzuwerfen. Hast du als Baby nie so ein Steckspiel gehabt? Was ist denn das? Güte, jetzt streng dich doch mal an. Was sind das für ein Zeichen? Ist ja gut. Wie sieht es denn aus? Ach, das ist... Hier. Das sich auf der Intelligenz eines Kleinkinds bewegende Böse konnte offenbar nicht erfassen, dass der Runenstein an der richtigen Stelle der Macht platziert werden musste. Okay. Zwei Runensteine mussten noch platziert werden, um das Portal öffnen zu können. Das sollte ja wirklich kein Problem für uns sein. Ja. Los, den Untergrund durchforsten. Ich sagte, durchforsten, nicht aufforsten, ihr Dödel. Das gut ziehende Böse hat den ersten Runenstein in seinen Sockel geworfen. Erstaunlich gute Leistung, das hätte nicht jeder hinbekommen. Also nicht jeder, der unter 12 Monaten alt ist. Ja, ist ja gut, ich habe verstanden, ich habe das zweimal falsch reingeworfen. Jetzt wird jetzt hier, wird wieder auf mir rumgehakt. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Ich reiße jetzt einfach alles ein hier. Keine Ahnung. Wir machen das einfach jetzt. Wir reißen einfach alles ein. Hier ist übrigens offen. Das ist ja total dämlich gewesen. Die Helden werden... Ach nee, brauche ich gar nichts zu machen. Ist okay. Ich habe nichts gesagt. Keine Ahnung, wo ich noch Gold herbekomme. Ich habe keine Ahnung, wo ich überhaupt mal dahinter komme. Wie komme ich hier hin, Mensch? Ich habe keine Ahnung hier. Das ist alles neu für mich. Ja, Gold, Baby, Gold. Gold, Gold. Hör auf, Gold zu tragen, anstatt das... auf Gold zu tragen. Reißt lieber auf. Ich hätte echt gedacht, ich müsste hier Fallen bauen, aber es ist ja
eigentlich gar nicht so, ne? Ist alles easy. Der untere. Der obere Bereich, der ist schon ein bisschen heftiger, aber das kriegen wir auch alles schon hin. Ihr merkt schon, die Nase wird wieder zu. Ich muss mal kurz Nasepützchen. Ein Riesenwurm wurde im Dungeon gesichtet. Den machen wir natürlich plättiplatt. Mit Easy-Going-Angriff. Oh, wei, da wird schon ziemlich viel vergiftet. Wir kennen da nix. So, Ruhe im Karton hier. Mach hier erstmal zu. Irgendwo wird noch irgendwas sein, was interessantes. Alles muss rausgegraben werden, was Gold ist. Wir brauchen Gold. Nehmen das auch alles mal mit. Man weiß ja nie, für wann das wieder gebräuchelt wird. Können wir hier noch eins hinsetzen? Setzen wir uns nur eins so schräg hier hin. Ah ja, genau, da hatte ich ja gesagt gehabt. Es ist Zahltag. Richtig. Wir haben ja genug jetzt von allem. Das nehme ich jetzt und dann nehme ich einen Ogerwert. Ich liebe ihn. Den mache ich direkt doof stark. So. Butzebude wird voll groß. Butzebude. So. So Dumpfbacke kann ich eigentlich auch schon mal... Kann der eigentlich schon? Hat der schon einen Platz zum Schlafen? Hat er einen Platz? Nö, hat er nicht. Und der wird sich jetzt lauthals beschweren. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Lassen wir sie nochmal kommen. Also das sieht doch schon schick aus. Guck mal jetzt hier. Ritt. Ha! Voll das böse Ding, ey. Voll böse. Böse. La 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 kaputt. La 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 kaputt. Einfach so zum Spaß. So, kann man das auch da drin auch noch lagern. So, wie sieht es denn hier aus? Gold wird gelagert. Hier wird aufgerissen wie die Weltmeister. Ist nichts mehr zu holen, ne? Echt nichts mehr. Nichts mehr zu holen. Alles gut. Gut, dann habe ich das Lager jetzt... Ich habe jetzt eigentlich doch alles durchsucht. Ich habe doch jetzt... Durchsucht den Untergrund. Habe ich das nicht unten rechts noch? Oh, ich habe kein Gold mehr. Gold. Das ist Gold. Du solltest Gold machen. Da liegen bestimmt noch die Toten rum oder sowas und die müssen die wieder aufsammeln, weil das ja so viel Arbeit ist. So, wir haben jetzt eigentlich das Mega-Dungeon hier unten schon stehen.
Und die Orks wissen schon gar nicht mehr, was. Und auch hier. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Gucken wir uns den Quatsch auch nochmal an. Ich habe aber auch wirklich kein Gold mehr bald, ne? Kann ich hier irgendwas mitmachen mit dem Runendings? Und wie das jetzt schießt, das Dings. Ich hätte sie ja noch lieber ein bisschen stärker gehabt. Das ist so geil. Elite oder nicht? Alles weg hier. Der Rotz. So. Wir haben noch ein paar Tage Sonne. Wir heizen mal jede Runde. Können wir noch irgendwie hier gifterieren? Passt das hier irgendwo rein? Darf nicht, ne? Nee, darf nicht. Oh ja, ich brauche ja Gold. Ich bin ja schon wieder Gold. Ist hier genug am Arbeiten? Oh, das ist auch ab? Ah, verdammt. Scheiße. Kein Gold mehr. Verdammt. Der will schlafen. Ich habe mir schon gedacht, aber warum passt das nicht da? Okay, dann machen wir es hier. Liegt mir im Wolf hier, damit die das nicht aufheben. So, dass der Ogre hier schlafen kann. Der wird jetzt sehen. In 3 Sekunden, wenn das jetzt steht, kommt nämlich das große Schlafgemach meines kleinen Ogers. Na? Ich hab mein. Oh, ich wollte gerade sagen, ich habe doch hier meinen Zuschauern was versprochen. Jetzt macht mal kein Kakalorus. Brauchst nicht streiken, ist alles gut. Da. Ist gleich fertig. Ich muss warten, bis das Ding steht. Sonst kämpfe ich nicht, wenn ich den mitnehme. Und das möchte ich nicht. Ich möchte den ja mitnehmen, damit er kämpfen soll. Der muss ja kämpfen. Das soll er tun. Macht ihr Gold? Sehr schön. Es ist Zahltag. Nein, kann ich noch mehr. Zahltag ist doof. Können wir es jetzt nicht leisten. Boah, ich ratzel mir schon überall das ganze Gold hier aus den Wänden. Ich habe bald kein Gold mehr. Und das ist ein großes Problem. Hier unten kann man noch lang gehen. Irgendwo muss man noch lang. Das gibt's doch gar nicht. Hier ist noch so ein blöder Scheiße. Von. Oh, go, go, go. Ich weiß echt nicht, wo ich lang muss, ne? Vielleicht finde ich hier noch einen Weg. Ich habe doch eigentlich schon alles durchsucht. Ich ratze wirklich aus jedes Gold schon raus, was ich finde. Alles Gold wird gebraucht. Wir haben echt wenig Gold.
Achso, die Nacht hat eigene ausgebrochen, umgebrochen ist und so weiter. Ich werde das Land vernichten. So. Was soll ich tun? So, wir werden jetzt wieder von Ranken angerankelt. Aber das interessiert mich nicht so mal recht. Ranken schossen aus dem Boden und griffen nach den Kreaturen des von Grauen erfüllten Bösen. Das war meines schönen, alles geliebten Skelettos. Dann gehen wir im anderen Weg. Dann gehen wir im anderen Weg. Oder ist das viel besser? Ja, weil da oben. Die Kanone ist egal. Boys. Ranken schossen aus dem Boden und griffen nach den Kreaturen des von Grauen erfüllten Bösen. Angreifen bitte! Nicht nur hingehen, ihr Volleimer. Ja, solange die nur doof rumstehen, ist es mir auch lieber. Ich wusste, ihr würdet mich brauchen. Ich bin das Böse. Das Gute wird fallen. Alles Gute muss sterben. Okay. Wenn ich mir das eigentlich so recht überlege, ne? Ich würde ja so gerne noch meine Einheiten klicken dürfen. Nochmal. So, jetzt. Nee. Schaffen wir nicht. Ich bin die Königin. Gefährliche Ranken wucherten in Windeseile aus dem Boden. Scheiße. Und griffen nach den Kreaturen. Nee, das dürfen die jetzt gar nicht. Oh, das dürfen sie auch nicht. Jetzt rein. Jetzt rein. Ihr könnt das, komm. Das ist nicht gut. Ganz gut. Keine gute Ecke gerade. Müssen wir uns erstmal ein bisschen wieder fangen. Ja, ja, geh schlafen. Du hast ein riesengroßes Schlaf gemacht, du Schlabbernase, du. Wenn es doch mal zum Gefecht kommen sollte hier, dann habe ich wenigstens vorher noch eine Kugel zum Schmettern oder sowas. Schnarsch. Schnarsch. Das ist der Heizer. Es ist Zahltag. Das ist der Drescher. Eigentlich läuft's. Schatz, die zweiten Spinnen immer, dass es so weit weg immer ist. Kann ich die vielleicht noch verbessern? Explodierende Schatzkisten ist immer super. Auch nicht. Nichts gefunden, auch hier, oder was? Hä, durchsuch doch den. Das hieß doch so, oder nicht? Habe ich doch schon alles durchsucht. Wir haben kein Geld mehr. Das ist jetzt wird's langsam wirklich sehr knapp. Wir müssen jetzt wirklich wieder raus. Wie geht's den Einheiten? Schlafen jetzt? Geht's denen gut? Die Schnu oder der Schnu.
1000. Wir brauchen das trotzdem. Ich bin noch stärker. Noch keine Zeit. Wir greifen sie von oben an. Ja, von allen Seiten. Ich bin die Königin des Bösen. Gut bleiben, cool bleiben, cool. Oh, gibt's eine Taste, wo die sagen können, einfach nur stehen bleiben? Bitte nichts mehr tun. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Komm bitte. Komm bitte, bitte. Ach, egal, komm. Scheiß auf diesen blöden Mist hier. Reißen wir jetzt einfach alles ein. Blöde Kacke hier. Geht mir so auf die Eier, aber echte. Was geht mir Spiel auf die Eier mit solcher Kacke hier? Komm. So, auf diese blöden, beschissenen Kackenmagier, ey. Ihr macht ruhig eine Reise nach Jerusalem. Weiß nicht, was ihr da tut. Dreht euch im Kreis um die ganzen Einheiten herum. Ach, es ist echt... Das Gute wird fallen. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ach je. Boah, das ist geil. Ich glaube, ich sollte immer so eine einzelne, also einen einzelnen Raum machen mit Fallen. So einen einzigen Raum. Fertig. Oh, das ist böse, Leute. Ein einzelner Raum. Ich mach das mal so. Ich mache hier nämlich noch ein paar Spinnen hin. Wir haben ja jetzt gesehen, dass hier jetzt doch Einheiten kommen. Warum immer plötzlich? Die Spinnen sind nicht stark, aber die Spinnen halten auf. Und das ist was Feines. Und solange die hier aufgehalten werden, in diesem Bereich, kann ich die Steinkugel, den rollenden Stein, noch öfters mal machen. Aber irgendwie muss ich doch weiter raus. Ne? Also ich muss raus, ich muss was tun hier. Wo komme ich denn da hin? Also muss ich jetzt gleich frei machen. Freischaufeln. Unbedingt. Geht's unseren Einheiten gut? Haben sie sich wieder erholt? Ja, hier werden die Fallen gebaut. Naja, die Googles. Wir haben ja nur so ein ganz kleines Hühnerstellchen. Also wir machen mal raus die bestmöglichsten. So, jetzt habe ich. Wir haben noch ein bisschen Gold. Okay. Wir müssen das Gold aber jetzt lassen. Ich gucke mal, wo ich noch ein bisschen Gold einreißen kann.
Gold, wir müssen das ganze Gold. Gold können wir hier übrigens auch wieder. Es ist Zahltag. Ja. Schneller. So. Hier. Das ist das letzte Goldteil noch. Das ist echt der Witz. Mist. Wie komme ich da hin zu dem goldenen? Ich muss, glaube ich, draußen rumrennen. Ich muss unbedingt nach draußen. So. Zeit zu sterben. So, laufen wir mal draußen rum. Wen soll ich massakrieren? Ich bin die Königin des Bösen. Ich will Thanos Kopf. Ranken krochen aus dem Boden hervor und griffen die Kreaturen an. Bräuchte mehr Gold, anstatt jetzt mehr. Mehr Bösartigkeit. Das interessiert mich eigentlich eher gerade ganz wenig. Aber wir gehen jetzt hier runter und hauen jetzt einfach alles platt. Wir müssen hier. Wie komme ich denn überhaupt dahin? Ranken krochen aus dem Boden hervor und griffen die Kreaturen an. Irgendwo müssen wir lang, keine Ahnung. Ich gehe mal versuchen, noch hier oben links zu gehen. Ranken schossen aus dem Boden und griffen nach den Kreaturen des von Grauen erfüllten Bösen. Okay, wow. Wer ist noch so? Was ist los? Was ist los? Warum lauft ihr weg? Wer ist verletzt? Kommt doch, was ist denn los? Ach, das sind so, das ist dieser blöde Pilz wieder. Eigentlich gerade keine Zeit für diesen Scheiß. Wir haben noch keine Zeit. So, Boys, nach vorne. Schnell, schnell, schnell. Ihr wünscht? Ranken krochen. Was geht ihr mir auf die Säcke hier, ey? Und greifen die Kreaturen an. Wir müssen durch. Wir haben jetzt gerade keine Zeit.
reißt die Bude ein. Schnell. Bevor die Kanonen uns kaputt machen. Ein neuer Außenposten steht euch zur Verfügung. Sehr schön. Okay, cool. Wir haben kein Gold mehr. Wir haben gerade eben das letzte Goldteil eingenommen. Ich will hoffen, dass jetzt hier irgendwie der nächste... Das ist doch ein weiterer Dungeon-Eingang. Wunderbar. Da finden wir sicher einen dieser Runensteine. Ich spüre es. Vielleicht hast du gehört, dass ich das vorhin erwähnt habe. Ach was. Kann ich raus. Ja, vernünftig zuhören. Im Ernst, du laberst so viel die ganze Zeit. Nein. Da schaltet man immer nach der Hälfte ab. Das nächste Mal werfe ich dir keine Bären vor die Füße, sondern ausgewachsene Drachen. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Haben einen der Runensteine angegraben. Es lohnt sich eben doch, unbezahltes und mit Gewalt zum Arbeiten gezwungenes Personal zu beschäftigen. Okay, komm. Hast du auch noch drauf gegangen? Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, cool. Ihr wisst, was ich hier machen muss. Ist ja logisch. Hier werden wieder Fallen gebaut. Anders geht's hier nicht. Geht nicht? So geht das hier nicht? Doch, jetzt geht's. Hm? Okay. So. So. So, so, so. Ja, so macht mal mehr Gold hier. Macht mal mehr Gold. Es sind Gold. Feinde in eurem Dungeon. Ja, ja, lass sie mal kommen. Wir haben jetzt erstmal hier andere Sachen zu tun. Sind die Fallen noch alle in Ordnung? Noch ist alles in Ordnung. Die werden, glaube ich, alle gleichzeitig draufgehen. Was läuft jetzt hier hin? Gut, kriegst du noch einen von Verdrescher. So, jetzt aber Ende. Pech gehabt. Alles gut. Hat doch noch alles so gut geklappt. In der Hoffnung, ja, hier wird schon oben fleißig gebaut. Ich versuche natürlich jetzt hier so gut wie möglich die Fallen.
so gut wie möglich viel zu viele Fallen zu machen. Okay, kein Geld mehr. Aber wir haben ja wenigstens jetzt eine große Goldfläche da oben. Das ist schon mal wichtig. Wo können wir das denn sonst noch hinbringen, das Gold? Haben wir den Weg hier irgendwo? Das muss ich noch aufreißen, auch wenn das jetzt eigentlich nicht so wichtig ist. Komm schon noch dies. Haut, 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 haut. Gut. Läuft doch gar nicht mal so schlecht. Jetzt habe ich echt gedacht, jetzt kommen mir so ein paar Einheiten auch hier oben durch. Puh, ist auch nichts los, ne? So. Welche war das? Wie sieht das aus? Ich habe gerade keine Ahnung, was war das hier? Dass sich auf der Intelligenz eines Kleinkinds bewegende Böse, das Steine sammelnde Böse, hatte zwei der Runensteine platziert. Nur noch ein weiterer Stein musste gefunden werden. Und jetzt kommen 10.000 von Einheiten. Das sollte kein Problem werden. Wenn das Teil hier im Untergrund rumliegt, werden wir es beim Umgraben schon finden. Hoffe ich. Hoffe ich. Alles ausgraben, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Das zielstrebige Böse hatte den zweiten Runenstein gefunden und platziert. Hervorragende Arbeit, wie immer. Also fast immer. Meistens. Öfters. Naja, zumindest gelegentlich. Shut the fuck up. So frech wie der ist. Kein Wunder, dass Italia so wütend wird. Okay. Dann gehen wir mal zum nächsten Gebiet. Da gehen wir jetzt raus. Naja, Geld wollen sie alle haben. Ich werde das Land vernichten. Mach das. Mach, was du für richtig hältst. So, Orkikowski ist da oben mit dabei. Gebt eure Befehle. Und wir gehen jetzt hier unten lang. Tentakel, nee, Ranken oder so. Was kommt jetzt? Ranken schossen aus dem Boden und griffen nach den Kreaturen des von Grauen erfüllten Bösen. Ich das hasse. Kein Gold. Mehr Gold. Ups, das ging auch schnell. Ranken überall. Entschuldigung übrigens für das ganze Gehuste von mir immer. Gefährlicher Ranken wucherten in Windeseile aus dem Boden und griffen nach den Kreaturen. Hab schon verstanden. Wir machen die Baumwipfel-Fuzzi-Tante tot. Das ist nicht der richtige Weg, okay? Und jetzt nochmal. Okay, den Weg hier runter. Hätte ich eben hier auch rausgehen können. Oh, wir müssen
Wir müssen hier diesen Umweg machen. Oh Gott, hätte ich hier oben lang gehen können. Ach kommt, hey, jetzt. Geht mir nicht immer auf den Sack damit. Das ist ja echt was. Das haben wir übrigens genug Geld. Jetzt können wir hier unsere. Ich bin noch stärker! Hätte ich das gewusst. Dann wäre ich direkt oben lang gelaufen. Ranken krochen aus dem Boden hervor und griffen die Kreaturen an. Ich will nur raus. So. Da man jetzt ganz kurz mal da drin chillen, ey. Oh Gott. Also wir müssen echt den ganzen Umweg laufen bis nach hier. Um nach hier unten hinzukommen. Wow. This is not bad. Bad. Mit Schlafen gedacht. Bad. Bad, bad. Wir können übrigens. Das haben wir schon freigedüdelt. Dann machen wir das noch schnell. Und dann holen wir noch. Nein, falsches klickt. So. Der braucht hier, glaube ich, einen Schlaf gemacht, ne? Hoffentlich ist das passend. Passt das hier? Es ist Zahltag. Das ist so klein. Scheint so. Also wir warten noch ein paar Sekunden, ob der jetzt hier das gleiche eins gebaut wird. Aber ich glaube, sein Schlafgemach ist zu klein, ne? Das baut er sonst so ein riesengroßes Dings dahin. Ach, scheiße. Gut, dann bauen wir jetzt hier eben hin. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Und wird das jetzt hier gebaut? Da ist es ja viel zu groß, ja. Das ist doch alles Schmarrn. Schmurz, Nurz, Furz. Wird ja weggemacht. Jetzt rasch das gleich wieder fit. Boah, das ist so brutal, Leute. Mega brutal. Das ist schon heftig. Schnodditz. Habe ich schon 10 gemacht? Habe ich schon komplett upgedatet. Komm, mach das Ding schneller fertig. So sauber, geil, durch diese, in diese Glut legen. Der ist irgendwie vergiftet durch den Pilz, glaube ich. Kann das sein? Ich denke schon. Was ist los? Kein Großbär? Hm. Gebt eure Befehle. So, bevor die sich beschweren, dass kein Bier ist, gehen wir jetzt voll hier rein. Ey.
Reiß die Hütte ab. Reiß die Hütte ab. Sehr schön. Der Rückbau des Heldenlagers hatte negative Auswirkungen auf die Umgebung. Der Wald zog sich zurück und gab einen neuen Weg frei. Eine Art Abkürzung. Okay. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Gefährliche Ranken wucherten in Windeseile aus dem Boden und griffen nach den Kreaturen. Geh mir auf den Sack, diese scheiß Ranken. Die machen meine Einheiten immer alle kaputt, bevor sie irgendwie was machen können. Niederträchtige Brut. Eure Präsenz ist in meinem Reich nicht erwünscht. Spürt die Rache des Waldes. Offenbar hatte die Königin des Waldes keine Freude am Besuch des absolutistischen Bösen. Einige lebende Bäume stiefelten aus dem Wald heran, um sich der ungeliebten Gäste anzunehmen. Ha, wunderbar. Hier kommt das Feuerholz ganz von selbst angelaufen. Los, Leute. Schwingt die Äxte. Gebt ihnen Saures. Schon wieder. Ich mach was. Ich... Schieß, 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 bevor die ganze Truppe da hingeht. So. Gib ich dem dicken Ogre. Komm hier. Heftig. Sie haben es nicht geschafft, dorthin zu kommen. Heftig, heftig. Es muss jetzt aber alles repariert werden. Ach komm, es ist mir zu doof. Wenn der blöde Haufen dann es nicht schafft, gerade stehen zu können, gehen wir weiter. Gebt eure Befehle. Was gibt es? Nicht verfügbar? Sehr schön. So, jetzt kommen jetzt gleich nochmal Rankenhiebe. Das sehe ich sofort. Was wird da gekämpft? Ranken krochen aus dem Boden hervor und griffen die Kreaturen an. Ja, verstanden. Der erforschenden Bösen hatte einen weiteren Zugang zum Untergrund gefunden. Sehr wahrscheinlich würde sich dort einer der Runensteine finden lassen. Ja, deswegen gehen wir auch hier rein, so schnell wie möglich, weil bevor wir zu viel Schaden erhalten. Wurzelwichtel im Untergrund entdeckt. Das ist doch schön. Brot allem Guten. Noch ist keiner gestorben. Alles noch gut. Wo läuft denn der hin hier? Der Geier. Nur wohl wieder hinlaufen. Das Dungeon-Herz wird angegriffen. Von wem? Warum? Wie zum Geier sind die denn da durchgekommen? Hab ich das Ding kaputt gemacht jetzt eigentlich bei denen? Ja, ne? Das Lager. Was soll denn das? Was soll denn das jetzt hier?
kein Geld mehr, echt? Das ist gar nicht gut. Krass, kein Geld mehr. Oh, jetzt habe ich das Gold wenigstens gefunden. Aber wir haben die Schnodderlinge des grabwütigen Bösen hatten einen Runenstein angegraben. Mehr. Oh. Noch wird aber hier gearbeitet. Sehr schön. Okay. Alles gut bis jetzt. Bis weiteres. Hier wird bestimmt auch wieder Gold sein. Das werden wir auch nochmal angraben. Aber jetzt ist ja noch nichts gekommen. Ich habe echt gedacht, ich wollte mal so einen Test auf diese kleine Mini-Monster-Falle-Ecke hier. Ganz cool ist, aber hier wird ja noch nicht viel gewollt von mir. Aber warum ausgerechnet die? Zack, hat das aufgehoben. So, nochmal komplett verbessern. Sehr schön. Wir sind eigentlich ganz gut drauf. Wir könnten jetzt eigentlich den Runenstein nehmen und... Wo ist das letzte Teil? Da. Und nun? Der letzte Runenstein war platziert. Schändliche Wesen, ihr habt in meinen Wäldern nichts verloren. Ihr befleckt die Runensteine mit eurer Perversion. Der Zorn der Natur wird euch verschlingen. Die Königin des Waldes war nicht besonders glücklich darüber, dass das perverse Böse die Runensteine platziert hatte. Ja, ja, ja. Niemanden interessiert, was diese alte Schachtel so von sich gibt. Wir haben diese lächerlichen Steinchen zusammengetragen und werden ihr jetzt mordsmäßig in den Hintern treten. So sieht es aus. Gemach, Gemach. Immer wenn du Gemach, Gemach oder sowas sagst, dann weiß ich schon, dass es leider nicht so einfach ist, wie ich mir das vorstelle. Stimmt's? Damit liegst du auf alle Fälle nicht falsch. War ja klar. Okay, was müssen wir jetzt noch machen? 300 Fledermausflügel sammeln, 100 Glubschaugen. Ich hab MMO-Erfahrung. Ich weiß, wie der Hase läuft. Gedulde dich noch ein wenig. Das ist ein Thema für eine andere Zeit. Nun genießen wir erst einmal den Sieg. Ach was, jetzt das? Übrigens die Stimme der Waldgöttin. Super geile Stimme. Ich liebe sie. Ich kenne dich nicht. Ich weiß nicht, wie die... Ist natürlich eine bekannte Stimme, Achtung. Aber ich kenne jetzt den Namen nicht und ich finde das so cool. Ich mag diese Stimme. Ich mag die Tanja. Ich mag den Erzähler. Aber jetzt nochmal obendrauf einzusetzen mit der super coolen Stimme von der Waldherrin oder wie sie heißt. Geil. Super cool gemacht. Ich bin glücklich. Ein sehr cooles Let's Play. Nicht nur, sondern auch ein DLC. Richtig cool. Gefällt mir richtig gut. Macht Spaß, neue Gegner, neue Einheiten. Die Pranken gingen mir zwar auf den Sack. Die Steuerung der Einheiten mal wieder genauso. Alle auf irgendeine Einheit drauf, auch wenn man es nicht möchte. Und nicht stehen bleiben, wenn man möchte. Irgendwie, man müsste so einen Befehl geben können. Irgendwie so eine Taste, stehen, ignorieren oder sowas. Na egal. Hat nicht geklappt, aber egal. Sonst lief eigentlich alles ganz gut und schön flüssig. Eine einzige Einheit haben wir verloren. Bis denn. Du und die Welt.